Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76 mit meiner reizenden Assistentin. Hallo. So, erstmal werde ich jetzt natürlich wieder mich satt fressen an allen möglichen, was ich jetzt hier noch bei habe. Ich habe nämlich eben gerade noch festgestellt, ich habe ein bisschen zu viele legendäre Module. Deswegen, okay, ja, werde ich jetzt einfach mal ein paar legendäre Module jetzt schreddern. Und zwar möchte ich ja noch eine bessere Gauss-Minigun haben mit Junkie. Das heißt, ich hau jetzt hier einfach mal ein paar aufs Blech. Weil Gauss-Miniguns wiegen ja zum Glück auch nichts bei mir. So, mal gucken, was haben wir denn Schönes gekriegt? Was mit Junkie dabei? Nee, leider nicht. Wir können ja trotzdem mal gucken, was Schönes dabei gewesen wäre. Anstachelnde Gauss-Minigun mit Körperteilschaden und höheren Nachladegeschwindigkeit. Die Blutbefleckte? Nee, Fanatiker, Henker. Ach, ist doch eine bei gewesen. Mit höherer Feuerrate. Schön. Und noch eine mit Körperteilschaden. Und eine Wahrnehmung. Habe ich mich ja eben total verguckt. Schmusi? Ja, was denn? Wie macht man Ameisenlager? Wie man Ameisen, Red Ameisenlager, meinst du jetzt? Das Bier. Das ist Bier, ja? Das ist Bier. Also. Das ist Bier. Du hast mich jetzt aber total rausgebracht. Schönen Dank, Maus. Oh ja. So, denn meine hatte nämlich nur Watts kritische Schüsse. Ja, gut, dann wird die ausgewechselt. Dann werde ich mir gleich eine machen. Davon. Fertig. Passt doch perfekt. Kann man den Bauplan dann kaufen? Den kriegst du nur von Earl, wenn du die Earl-Questen fertig gemacht hast. Den kriegst du dann immer, also den kriegst du nicht als Bauplan, sondern du lernst dann automatisch diesen Plan. Er sagt dir dann halt quasi, wenn du die täglichen machst, dass du dann quasi, ne, den Bauplan dafür kriegst. So, machen wir erstmal hier 5-Kantenlauf. Machen wir schon mal Geheimdienst drauf. Ne, der war das hier. Und das Gunner-Visier. So, und die hier, die wird jetzt erstmal entlackiert. Die Aufgabe. Mal gucken. Ist die Verbreitung der Macht. Nee, das ist meine Chaos-Minigun. Ja. So, die war das. Dann gucken wir mal, ob das jetzt eine extreme Streuung verursacht oder nicht. Nee, geht dicke klar. Geht dicke klar. 136 Schaden pro Hit. Nicht schlecht. Okay, kolossale Event. Du kannst kommen. Ich habe eine anständige Gauss für dich. Damit werde ich dich beschießen, bis du schwarz wirst. Hast du auch genug Muni? Nee, leider nicht, aber ich kann noch ein bisschen was machen. Obwohl, die wäre eigentlich auch nicht schlecht. Weil Körperteilschaden und Wahrnehmung, aber ich sag mal so, die Wahrnehmung bringt mir nichts. Ich finde da den Damage pro Sekunde, also den EPS-Wert von der anderen, doch ein bisschen besser. Die macht zwar ein bisschen mehr... Schwierig. Aber gut. Ich entscheidet mich eher für die höhere Feuerrate. So, dann muss ich aber jetzt trotzdem nochmal hier. Oder? Musste ich das? Ja, mal gucken. Das war ja dann, das haben wir uns auch schon vor Ewigkeiten geholt. Aber ich wollte halt erstmal das machen. Moment, wo ist das denn? Wo war das drunter? Scherbe? Nee. Wer sucht, der findet. Ich hab doch nochmal so... Ah, hier ist er. Ja, okay. Nämlich den 4-Eintreiber. Der brauchte nämlich den 5er. Um einfach nochmal einen zu haben.
So, machen wir jetzt mal hier den Nahkampfkämpfer rein. Mal gucken, vielleicht kriegen wir auch gleich einen in Junkie-Version. Das wäre natürlich optimal. So, das war dann hier unter Nahkampfschläger und dann ganz nach unten. So, dann haben wir mal den Rest auf den Kopf. Machen wir erstmal 20. Nein, ich guck lieber so drüber. So. Sieht auf jeden Fall sehr funky aus. So, Berserker haben wir hier zweimal. Okay, Berserker mit zwei. Fanatiker. Au. Mit schnellerer Zuschlaggeschwindigkeit. Okay, den würde ich mir vormerken. Mods habe ich dafür ja noch nicht. Habe ich mir auch noch nicht geholt. Dann haben wir hier des Henkers. Sogar ein Junkie, aber nur mit starken Angriffen. Und dann haben wir hier noch einen Jäger. Wir sind das Kollektiv. Wir sind die Partei. Wir sogar mit Stärke, Mutantentöter. Okay. 130 Schaden macht er. Ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Na, und elektrifizier 4-Eintreiber mit Nachtaktiv. Naja. So, müsste ich mal gucken, was der Chunky in meiner Hand macht. Berserker. So. Einmal gezogen. Ah, bleibt bei 130. Schlägt sich immer noch wie ein Baseballschläger. So, die Frage, nehme ich den oder... Achso, jetzt habe ich einen Henker ausgerüstet. Warum habe ich einen Henker? Ich wollte doch den Junkie. Ah, 196. Viel besser, ne? Das ist schon viel besser, das ist schon viel junkiehafter, ja. Nimmst du auch immer schön dein Bullout? Ja, das nehme ich auch immer. Sonst wäre ich doch kein Junkie. Die Frage, nehme ich jetzt einen mit höherer Zuschlaggeschwindigkeit, weil die Zuschlaggeschwindigkeit ist ja doch ein bisschen meh. Wo hatten wir denn die Mutantentöters? Hier. Da hat er auch noch Stärke mit oben drauf. Weil die Zuschlaggeschwindigkeit ist halt eigentlich entscheidend. Liebe Waffen mit Zuschlaggeschwindigkeit, aber Mutantentöter ist halt nicht das Geilste, was ich haben kann. Da wüsste ich jetzt echt nicht. Hier hatten wir noch den Fanatiker mit mehr Ausdauer. Ach komm, ich gehe verbrannte Dame kloppen. So. Machen wir mal kurz den Vieh-Eintreiber rein. Das sieht wirklich aus wie sich ärgern, ein Folterwerkzeug für Sexspielzeuger. Was anderes sieht das nicht aus. Aber okay. Wo ist denn dein Keller? Oh, mein Keller, der ist hier unten. Ich habe aber noch keine Pritsche aufgestellt, wo man dich dann mal aufhängen könnte, Marzi. Langweilig. Ja, kommt irgendwann nochmal. Ich weine. Ja. Ich finde das irgendwie... Aber er leuchtet im Dunkeln. Ne? Damit du auch hundertprozentig triffst. Genau. So, jetzt gehe ich damit mal irgendwann verkloppen. Als ich das vom Bild her gesehen habe, habe ich mir gedacht, ja, okay, das muss ich unbedingt haben. Das ist eine funky Waffe. Jetzt brauche ich nur noch eine anständige davon und dann passt das. Was macht dir an Waffen eigentlich gar keinen Spaß? Breitseite momentan immer noch. Ja, außer das. Außer Brei. Also zählen jetzt Backwaffen mit drunter oder nicht? Nee, keine Backwaffen. Okay, keine Backwaffen. Ja, dann würde ich sagen, gibt es nichts, was mir nicht Spaß macht.
verkloppt gerade 50er Meyerlocks mit dem Vieheintreiber. Treib dich an da. Aua. Ja, genau. Das ist zu glauben. Oh, jetzt entgiftet er mich aber hier. Ah, Zuschlaggeschwindigkeit ist schon wichtig. So. Ihr wurdet Gevieh-eintreibt. 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 Ich bin zwar jetzt nicht so der krasse Nahkämpfer, der jetzt permanent auf Nahkampfwaffen spielt, aber so zwischendrin mal irgendeinen Mob wegkloppen, warum nicht? Einfach Gevieh-eintreibt. Ich weiß gar nicht, gab es dafür eigentlich auch noch Mods? Die hatte ich mir, glaube ich, nicht geholt, oder? Ich glaube schon. Ich glaube schon, bin mir jetzt aber nicht so sicher. Automated Mining Services heißt Sie in der Heimat der Industrie willkommen. Besucher melden sich bitte bei unserem Rezeptionisten. Willkommen bei... So, dann wollen wir mal weiter Gevieh eintreiben hier. Schön, dass ich das so sagen muss, aber du bist doof. Okay. Das weiß ich doch, Maus. Watoga Emergency Medical so. Services ist für Sie da. Ey, instant sind die kaputte gefunden. Automatischen Rezeptionisten, na denn, passt doch. Ihnen sofort helfen können. Die so, dann können wir nochmal. Watoga EMS sind derzeit länger als üblich. Wir danken Ihnen für Ihre. Da wäre gegen die Schallmauer, Maus. Meinst du, ob ich das heute richtig hinkriege, das Camp richtig zu setzen? Ja. Ja? Wollen wir was machen? Ja. Aber denk dran, zu zweit bringt das nicht so viel, als wenn da eine ganze Gruppe mit dran ist. Gute Arbeit in der Robco-Fabrik. Ich mache dann nur noch mein Foto und dann mache ich mich auf den Weg dahin. Mach dies sauber, reparier das, es hört nie auf. So. Generator. Wenn es nicht klappt, dann habe ich ja wenigstens meinen Vieh-Eintreiber und kann Spaß haben. Je schneller du die Ausrüstung besorgst, desto besser. Ja, ich habe sie doch schon, Wort. Du hast also... Geht doch. Tut mir leid. Aubrey. So, nächsten Punkte. Wunderbar. Kann ich mich schon hinporten, ja? Ja, aber noch nicht aktivieren, ne? Weil ich muss erstmal das Camp da hinstellen. Ich hatte jetzt nochmal Mockwell gefragt, wie man das da hinstellen muss. Mal gucken. Da hat er mir das ja nochmal auf die Schnelle erklärt. Mal sehen, ob ich es jetzt richtig mache oder nicht. Ich habe das letztens total falsch hingestellt. So. Achso, halt, machen wir so. Na? Also kannst du hinten schon freiräumen, ne? Mach ich schon. Das sieht falsch aus ohne Ende. Na, entweder es klappt jetzt oder es klappt jetzt nicht. Ich wollte auch Vieh eintreiben hier. So, einmal reparieren. So, entweder es spawnt jetzt gleich alles wieder in der Mitte oder es spawnt gar nicht. So, mal gucken, ob ich es jetzt richtig gemacht habe. Nein, Maus, ich nehme keinen Granatenwerfer, obwohl das besser wäre. Danke. Aber muss Gas geben mit Schießen, ne? Mach ich doch immer. So gut ich kann. Ne. So, 30 Sekunden.
Na, entweder es klappt oder es klappt nicht. Mal gucken. Dein Name schwebt bei mir in der Luft. Ja, weil ich auch in Deckung stehe. Ah, ja, man hat die Silhouette nicht gesehen. So. Nö, hat nicht geklappt. Na gut. Das klappt halt nicht auf die Schnelle, das Camp dahin zu setzen. Machen wir es halt normal. So, dann wird jetzt Gefieh eintreibt. Das war nicht Gefieh eintreibt. War kabumm gemacht. Ich kann ja noch mal gucken, ob ich das jetzt noch mal umgestellt kriege. Aber... Ah. Ich peitsche euch aus. Peitsche euch aus. Halt! Du gehst doch nicht ran. So. Jetzt sag mir nicht, dass ich zu Fuß schneller bin als du mit dem Gewehr. Ey. Ey. Max war ein beschissener Schütze sein, aber ich bin noch schlechter. Ah, aber könnte trotzdem mein Level up werden. Ich treib euch das Vieh aus! Ich hab den Vieh-Eintreiber, Mausi. Ja und? Ich treib das Vieh aus. Kann man nicht austreiben. Immer auf den Poppes. Daneben. Nee, ich hab dich getroffen. Nein, hast du nicht. Doch. Das hast du nur geträumt. Nein. Das stand bei mir sogar, dass ich dich getroffen habe. Ach so. Ach schade, ich wollte ihn noch wegschlagen. Der knistert auch immer so schön. Die Funken sprühen. Das sind die Funken unserer liebe Mausi. Hilfe. Was hast du heute gefrühstückt? Sie fangen unsere brennende Leidenschaft ein. Ich weiß nicht, was ich heute gefrühstückt habe. Was habe ich eigentlich heute gefrühstückt? Die Brötchen, die du mir gegeben hast. Die habe ich gegessen. Was waren da drinne, dass du heute so komisch drauf bist? Was habe ich drauf gemacht? Remoulade und Salami. Ist das so verkehrt gewesen? Anscheinend schon. Oh, okay. Abfucking! Schön warm. Voll, voll. Das sieht immer so merkwürdig aus, wenn du die Gauss-Schrotflinte nachlädst und das Gilly-Kostüm anhast. Ich jetzt, oder was? Nee, ich.
Gilly hast du doch gar nicht an. Du hast doch Liberty Prime Power Armor an. Achso. Ich habe hier diesen Gilly-Anzug an und immer wenn du denn die Gauss-Schrotflinte nachlädst, dann kommt denn so dein Charakter so halb ins Bild. So. Ja, ich habe meine Stufe geschafft. Herzlichen Glück, Strumpf. Strumpf wie Strumpf. Und rat mal, es gibt 6 ganze Boxen. Voll Loot und Konfetti! Nicht 6 halbe? Nicht 6 halbe, nein. Ja, komm her. Werte Brandbestie, komm. Hast du die Dinger hier repariert? Ja. Ressourcenverschwendung! Die klauen uns unsere EP! Die klauen uns unsere EP! Schnauze! Die klauen uns unsere EP! Auf zu heulen! Wee, wee! Piu, 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 piu! Siehst du? Ah! Da kommt was geflogen. Boing. Ne. Hör mal auf, da rum zu eiern hier. Ne, an den kam ich nicht mehr ran. Hat er mich schon wieder, ein blöder Geschützturm, geh kaputt. Dem Epi geklaut. Oh. Böse Geschütztürme. Ich höre doch schon wieder ein. Wo denn? Ach da. Aua, was haut er mir in die Hacken? Ich schieße zurück. Na endlich, die Verbrannten haben den ersten Geschützturm kaputt gekriegt. Habt ihr fein gemacht, Verbrannti. Wie viel fehlt dir da noch bis zum Level-Up, Maus? Knapp ein Viertel. Oh, dann muss man aber Gas geben. Noch einmal deine Brüder töten, dann geht's schon. Ja. Ah, bist aber auch schon 200, ne? Also. Wird ja jedes Mal ein bisschen schwieriger. ...216, bitte. Entschuldigung, 216. Ja. Jetzt muss die letzte Welle kommen hier. Oder auch nicht. Das war schon die letzte Welle. Ich dachte, da kommt noch eine. Schade. Na gut.
können wir uns wenigstens noch mal ein bisschen bedienen. Das Camp werde ich sowieso gleich wieder umplatzieren. Ah, verdammt, jetzt bin ich zu voll. Dachte, ich kriege nur eine Leiche mit. Weil ich wollte jetzt nicht oben reinrennen. Ah, es reicht noch. Okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle nochmal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.